Wir haben so einige Gefängnisse, wo schon vor Jahren oder Jahrzehnten irgendwer das Schloss aufgemacht hat. Und wir wissen's nur nicht. Und wir könnten hinausspazieren. Wenn wir es wagen, uns herauszubegeben aus diesen alten Denkrillen. Aber nein, sie waren im Gefängnis. Die Grenzen, die wir uns selber ziehen. Da waren sie drin. Und wenn Sie in diesen Gefängnissen und Denkrinnen und so weiter versacken, in den alten Paradigmen, in den alten Programmen, hören und sehen Sie nicht, was da ist. Und dann behaupten Sie, dass das, was Sie sehen, die Wirklichkeit sei. Es ist nur Ihre Wirklichkeit. Und Ihre Erwartungen prägen, was Sie wahrnehmen können. Und Ihr Interesse prägt, was Sie wahrnehmen können. Und wenn Sie von Leuten Schlechtes erwarten, werden Sie immer Recht haben. Und wenn Sie von Leuten Gutes erwarten, werden Sie auch immer Recht haben. Und wenn Sie sich öffnen diesen Prozessen, das Tolle ist ja, dass wir furchtbar gerne aus diesen Grenzen herauskommen. Da waren einige Zettel dazu da gewesen. Die Grenzen sprengen. Es macht nämlich Spaß. Und dazu kriegen Sie eine Technik jetzt, die habe ich gestern auch angedeutet. Ich habe gestern das leider nicht sauber durchgezogen, weil ich ja nicht ganz da war, wie Sie wissen. Ich möchte Sie jetzt bitten, das Wort Problem zu nehmen. Das S war Sinn. Habe ich es gesagt gestern oder nicht? Ja, das war meine Konzentrationslücke, bitte um Entschuldigung. Das S war Sinn. Wenn wir einen Sinn sehen in dem, was wir tun, sind wir voll dabei, offen, es macht uns Spaß und wir haben Erfolgserlebnisse. Und wenn wir irgendwelche Tasten drücken müssen, weil irgendwer gesagt hat, um 10.14 Uhr drückst du diese Taste, sehe ich darin keinen Sinn. Dann hat der Chef der Abteilung ein Motivationsproblem, weil der Sinn fehlt. Okay, nehmen Sie bitte das Wort Problem. Gehen Sie damit in die Kleingruppe. 3 Minuten. Versuchen Sie, Positives, dürfen nur Positive sein. Assoziation, jetzt im Moment. In der Firma kann es auch negativ sein, weil Sie erfahren wollen, wo das Problem liegt. Versuchen Sie zu jedem Buchstaben positive Assoziationen zu finden zum Wort Problem. Damit das Wort Problem, das ja ein negatives ist, möglicherweise neuerdings Paradigmenwechsel positiv erscheinen kann. Schauen Sie, wie wir sie in 3 Minuten schaffen. Das ist kreativ. Kreativ, analoges Denken, Wörter und assoziativ. Also das Wort Problem in 3 Minuten in der kleinen Gruppe, positive Begriffe zu jedem Anfangsbuchstaben. Schauen Sie, ob Sie durchkommen. Warum ist diese Übung ein Periskop? Weil wir normalerweise das Wort Problem als Ganzes sehen. Und jetzt zerlegen wir es ins Detail. Und jetzt bekommt jeder Buchstabe eine Bedeutung. Durch die Assoziationen, die wir ihm geben. Und dieses Bedeutungsbündel liegt dann an dem Wort Problem. Und damit schaffen wir eine neue emotionale Erfahrung. Und das ist der schnellste Weg, Einstellungen oder Verhalten zu verändern. Eine neue emotionale Erfahrung. Das ist, wenn Sie mit dem Düsenjäger wohin fliegen. Und mit der Eisenbahn, mit dem Intercity fahren Sie auf solchen Strecken, während Sie das Training machen. Wesentlich schneller als zu Fuß, gar keine Frage. Sie brauchen nicht Jahre oder Jahrzehnte, sondern Wochen. Und wenn Sie das regelmäßig machen, in dem Moment, wo ein Mitarbeiter ein Wort als problematisch in den Raum stellt, wir brauchen Aufträge, Problem. Sagen Sie, okay, wofür steht das A? Zum Beispiel. Und nicht für abwarten, ob welche kommen. Wofür steht das U? Ja, etwas unternehmen in dem Sinne ja. Das Unternehmen würde ich sagen eher nein. Oder für Umdenken vielleicht. Wenn das alte Denken keine Aufträge bringt, wäre vielleicht Umdenken angesagt. Fein. Wofür steht das F? Fragen stellen. Wie können wir mit Fragen zum Beispiel an unsere Kunden oder an potenzielle Kunden rauskriegen, warum sie uns keine Aufträge geben? Fein. Wofür steht das T? Die Tat, zu der wir schreiten wollen, was könnte noch T sein? Tun ist Tat. Takt vielleicht. Sehen Sie, das ist wunderbar jetzt, nehmen wir Takt. Okay.
Nehmen wir Takt und machen jetzt so ein kleines Kästchen drumherum. Wir greifen Takt sofort nochmal auf. Also wir haben A für Anfangen. Wir hatten vorhin noch was. Aktion, hatten wir nicht noch was? Ja, nehmen wir zum Beispiel, wunderschönes Wort, Aufmerksamkeit. Dann hatten wir das U zum Beispiel für Umdenken, zum Beispiel für Unternehmen, im Sinne von etwas Unternehmen bitte. Weil das Unternehmen sind wir und wir wollen uns ja auf den Kunden und den Markt konzentrieren. Unternehmen. So, wir hatten Fragen und wir hatten bei T das Takt, da kommen wir nochmal drauf. So, dann haben wir das R. Sehen Sie, mir fällt bei R was ganz Tolles ein. Ja, sehen Sie, das sind auch schöne Sachen. Risiko, Rückkopplung. Mir fällt bei R ein Reklamation als Chance. Haben Sie schon mal von Joe Girard gehört? Weltbester Pkw-Verkäufer Amerikas, mehrere Jahre im Guinness-Buch der Rekorde. Gezählt wurden nur individuelle Pkws. Das heißt, wenn Sie zu Joe Girard gehen und kaufen 10 Wagen für Mitarbeiter Ihrer Firma, werden die nicht mitgezählt. Nur Einzelaufträge werden in dieser Statistik geführt. Dieser Mann hat aus ärmlichsten, schwierigsten Bedingungen angefangen und war, als er so Ende 20 war, sehr auf der Kippe, ob er kriminell wird, um seine Familie zu ernähren. Absolut trostlos. Dann hat er einen Job bekommen in einem Autohaus. In Amerika war es früher so, dass die Verkäufer ihre Karussellroutine hatten. Das heißt, wenn Sie reinkommen, ist er gerade dran. Wenn Sie nachher reinkommen, ist er dran. Und wenn Sie reinkommen, ist er dran. Man kann sich nicht die Kunden irgendwie aussuchen. Und er wurde damals, das ist vor 30 Jahren, und er wurde nur eingestellt unter der Bedingung, dass er an diesem Ringelspiel nicht teilnimmt. Dass er den anderen keinen Kunden nimmt. Also er hatte quasi die Chance, ein selbstständiger Unternehmer zu sein, in diesem Autohaus den Showroom zu benutzen, aber wo zum Teufel er seine Kunden herkriegt, war seine Sache. Sehen Sie, und er hat auch irgendeine erleuchtende Erlebnis Situation gehabt, neue emotionale Erfahrungen, wollte auch kein Frosch mehr sein und quaken. Er hatte bis dahin viel gequakt. Was hat er gemacht? Er hat das Telefonbuch genommen, hat angefangen, irgendwelche Leute anzurufen. Und der Rest ist Geschichte. So sagt man das dann. Sehen Sie, und dieser Mann hat zum Beispiel Reklamation als Chance gesehen. Er hat angefangen mit Kunden, die nicht mehr hier kaufen wollten. Die hat er irgendwie rausgekriegt. Also verloren gegangene Kunden, da hat er dann die Genehmigung bekommen nach einem halben Jahr von dem Besitzer dieses Autohauses, dass er die verloren gegangenen Kunden anspricht. Das waren Leute, die mal reklamiert hatten und nicht gehört worden waren. Und das und seine eigenen Aktionen mit Telefonbuch waren die zwei Säulen, auf denen er zunächst aufgebaut hat. Reklamation als Chance. Nehmen wir Sie selber, Sie sind alle Kunden. Notieren Sie eine Situation in den letzten 2-3 Monaten, wo Sie ziemlich sauer waren und wo Sie sich nicht beschwert haben. Jeder für sich. Fällt Ihnen was ein? Mehr als eins. Jetzt stellen Sie sich vor, jetzt kommt die Szenariotechnik. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn von der Firma jemand auf Sie zugekommen wäre und hätte gesagt, wie geht es Ihnen? Gibt es irgendwas, worüber Sie gerne mit uns reden würden? Schauen Sie, wir können ja so wahnsinnig lange sauer sein. Das kann ja 3 Jahre her sein. Und wir sagen, ja, Sie müssen sich mal vorstellen, ja, als ich da bei Ihnen war und Ihr Servicetechniker hatte die Telefone ausgehängt. Frechheit ist das. Vor 30 Jahren hat jemand zu Ihnen, du Arschloch, gesagt und hat es auch gemeint und heute sind Sie noch sauer, wenn Sie nur daran denken. Phänomenal. Fragen Sie sich, ob Sie Ex-Kunden haben, um die sich niemand bei Ihnen gekümmert hat. Könnte das eine Chance sein, einen Neuanfang zu machen, wenn wir auf diese Kunden zugehen? Wir wollen ja nicht Aufträge, wir wollen ja Menschen, die eine Beziehung zu uns aufbauen. Und eine Beziehung, die mal kaputt war und repariert wurde, ist viel besser als eine, die nie ein Problem hatte. Das ist ja das Problem vieler Partnerschaften. Die Leute sind, nicht wahr, verliebt, Hochzeit und dann kommt die Ehe. Und eine Weile haben sie keine großen Probleme und irgendwann tauchen die Probleme auf. Und die sind völlig unfähig, sie zu lösen, weil sie keine Praxis darin haben, Konflikte miteinander zu lösen. Und dann kommt eben mal ein Konflikt und dann bricht die Partnerschaft auseinander.
So auch mit Kunden. Also das könnte das R sein, wenn Sie sagen, unser Auftragsbuch ist zu leer. Was Sie da für Chancen haben. So, dann haben wir nochmal ein A, da können wir von denen was nehmen oder nochmal was assoziieren. Und das G. Und auf den Takt wollte ich nochmal kommen. Und sehen Sie, das Tolle ist, wir denken alle assoziativ. Wenn wir das ein bisschen trainieren, Sie kriegen phänomenale Assoziationen. Warum wollte ich auf den Takt nochmal eingehen? Das ist eine der ganz großen unbewussten Erwartungen, die Kunden an uns herantragen, die sie nicht in Worte fassen können. Der Kunde möchte taktvoll behandelt werden. Was heißt denn bitte Takt? Probieren wir es mal mit den Buchstaben. Einfühlung ist okay, nehmen wir die Buchstaben. Takt, wir machen jetzt gleich weiter. Wofür steht das T bei Takt? Der Ton, der die Musik macht zum Beispiel. Wofür steht das A bei Takt? Anhören höre ich. Anrede. Aufmerksam. Anpassen. Passen Sie auf, bei Anpassen mache ich Gänsefüßchen. Das Wort anpassen hat ja zwei Bedeutungen. Das eine ist, sich unterbuttern lassen, anpassen, angleichen und sich nicht wehren. Und das andere ist ja im Sinne der evolutionären Anpassung an sich verändernde Umstände. Also anpassen im Sinne von flexibel sein, sage ich, jawohl, bitte nicht verwechseln mit dem anderen. Einverstanden? Das meinten Sie auch nicht. So, genau. Und dann haben wir das K bei Takt. Sich kümmern um zum Beispiel, kreativ sein, Kontakt, sehen Sie, und Kontakt. Schauen Sie, was da passiert. Und wenn Sie in einer kleinen Gruppe sind, das wird phänomenal. Und das ist das Periskop. Sie sind nach 10 Minuten völlig raus aus der Rinne. Sie stehen da oben. Sie sind vielleicht noch kein Adler, aber zumindest stehen Sie oben am Rande der Denkrinne. Und dann können Sie hineingucken in die Denkrinne. Leuchtet das ein? Das mache ich zum Beispiel, das habe ich vor ein paar Monaten erfunden und bin jetzt gerade dabei, das habe ich noch nie im Seminar in der Form vorgestellt. Hier ist eine Premiere. Ich hatte es eigentlich für das Gehirnseminar reserviert für November. Und habe dann gestern Abend beschlossen, es doch Ihnen vorzustellen und habe dann unten im Keller noch fotokopiert, die Bladeln, die ich gemacht habe mit der Hand, und die kriegen Sie nachher, weil ich gemeint habe, es passt eben doch sehr gut rein.